Die Themen heute: Corona-bedingt nicht eingehaltene Fristen. Warum gibt es beim Mehrphasenführerschein dennoch Sanktionen? Nachgefragt: Kritik an einem voluminösen Schutzzaun. Wie schauen die Verbesserungsmaßnahmen aus? Mietkauf: Warum können 6 Familien das gemietete Reihenhaus samt Grund doch nicht erwerben? Guten Abend bei Bürgeranwalt. Wir beginnen wieder einmal mit Kollateralschäden, die durch das Coronavirus und damit einhergehende Einschränkungen verursacht worden sind. Stichwort Mehrphasenführerschein. Seit einigen Jahren haben alle Fahranfänger der Führerscheinklassen A und B in Österreich innerhalb des ersten Jahres nach Erwerb des Führerscheines noch Fortbildungsmaßnahmen zu absolvieren, zum Beispiel Perfektionsfahrten. Das muss dann innerhalb bestimmter Fristen passieren und hat unangenehme Konsequenzen, wenn die Fristen überschritten werden. Volksanwalt Walter Rosenkranz hat uns jetzt auf einen Fall aufmerksam gemacht, bei dem eine junge Frau der Meinung ist, dass sie nichts dafür konnte, dass der vorgegebene Zeitrahmen nicht eingehalten werden konnte. Und weil sie trotzdem die Konsequenzen tragen musste, stehen wir heute hier und reden darüber, ob die Behörden mit mehr Augenmaß vorgehen sollten. Guten Abend, Herr Volksanwalt. Guten Abend. Aber vorher zeigt Ihnen meine Kollegin Katharina Windbichler, wie es der jungen Frau Wanzenböck mit dem Mehrphasenführerschein ergangen ist. Wir treffen die 22-jährige gebürtige Wienerin an der Alten Donau im 21. Wiener Gemeindebezirk bei ihrer Wohnung ums Eck. Valerie Wanzenböck ist angehende Tierärztin, studiert erfolgreich im 6. Semester an der Veterinärmedizinischen Universität Wien und arbeitet Teilzeit als Tierarztassistentin. Am 26. August 2019 schaffte sie problemlos die Prüfung für den Mehrphasenführerschein. Aber mit dem Lockdown im vorigen Jahr tauchten Probleme auf. Dann ist der Lockdown gekommen. Dadurch konnte ich dann meine schon quasi fixierten Fahrstunden konnte ich dann nicht nehmen. Das wurde abgesagt. Und nach dem Lockdown sind natürlich alle dann gekommen und haben ihre Fahrstunden genommen. Und dann musste man sehr lang warten. Dann habe ich im August meine erste Perfektionsfahrt machen können und das Fahrsicherheitstraining dann im Anschluss. Und dann kam der Brief von den Behörden, dass die 12 Monate abgelaufen sind und man quasi in die erste Nachfrist kommt. Also die ist dann 4 Monate lang. Hier das Schreiben der Landespolizeidirektion Wien, der Verkehrsbehörde, vom letzten August. Sie wurde aufgefordert, die Perfektionsfahrten und das Fahrsicherheitstraining zu absolvieren, innerhalb von 4 Monaten. Doch das sollte sich als schwieriger herausstellen, als sie sich gedacht hatte. Im Herbst 2020 habe ich Corona bekommen, symptomlos. Dadurch ist es zufällig quasi aufgepoppt, wo ich dann halt auch wieder 2 Wochen in Quarantäne war, wo man dann natürlich das Fahrsicherheitstraining auch wieder nicht machen kann. Also das ist auch wieder eine Zeit, die einem verloren geht und die anscheinend auch nicht berücksichtigt wird bei der Behörde. Um ihre ausständige zweite Perfektionsfahrt zu machen, hatte sie am 3. Dezember 2020 den Termin bekommen. Der wurde dann wiederum lockdownbedingt abgesagt. Die Fahrschulen waren erneut geschlossen. Ich habe bei den Fahrschulen immer wieder angefragt, auch wegen neuen Terminen und wegen der Verlängerung. Die Fahrschulen wussten halt leider selber meistens nicht, was abgeht, weil sie von der Verkehrsbehörde nicht informiert werden und da auch keine Informationen an uns weitergeben können. Und bei der Verkehrsbehörde wurde mir damals gesagt, na, das können wir Ihnen noch nicht sagen. Ich habe mal eine schriftliche Mail vor Ewigkeiten hingeschrieben. Wann war das ungefähr? Das war im Dezember, als ich dann gemerkt habe, es geht sich nicht aus. Und da haben Sie dann eine kurze Mail zurückgeschrieben, das können Sie mir jetzt noch nicht sagen. Wir wenden uns an Dr. Joachim Steininger. Der promovierte Jurist betreibt in Oberösterreich eine Fahrschule und ist Obmann des Fachverbands der Fahrschulen und des Allgemeinen Verkehrs Österreichs. Dass es angesichts Covid-19 zu Problemen bei den Fahrschulen kam, stellt er nicht in Abrede. Hinsichtlich der Fristen sieht er jedoch keinen Handlungsbedarf mit Verweis auf den Toleranzerlass des Bundesministeriums. Corona-bedingt treffen wir einander vor der Fahrschule Hietzing. Wir sind selber erst teilweise ganz kurzfristig informiert worden über die einzelnen Öffnungsschritte oder auch wieder die Schritte der Schließung. Und entsprechend kurzfristig mussten wir dann manchmal auch die Kunden informieren. Insgesamt musste die Branche bisher rund 3 Monate Lockdown verkraften. Grundsätzlich unterstreicht man hier die Vorteile des Role Models Mehrphasenführerschein, der unter anderem seit der Einführung 2003 die Zahl der Verkehrsunfälle um mehr als ein Drittel zurückgehen ließ.
Nur wenige Fahrschülerinnen und Schüler schafften manchmal aufgrund der behördlichen Schließungen keine zeitgerechte Absolvierung der Module. Wir hatten Anmeldungen für Perfektionsfahrten, für Fahrsicherheitstrainings, mussten die Leute ständig wieder verschieben, weil wir noch immer nicht aufsperren durften. Dann plötzlich war es so, dass wir früher aufsperren durften als erlaubt und dann musste man schnell die Kunden wieder informieren. Das war so eine herausfordernde Zeit für alle, für uns als Fahrschulen, für die Kunden und natürlich auch für die Behörden, die entsprechend versucht haben, mit uns gemeinsam den Weg zu gehen, uns zu informieren, aber auch angewiesen waren auf das, was von der Politik vorgegeben wurde. Man kriegt dann halt nicht den Termin einfach so aus der Luft gegriffen und er ist da vor allem halt nicht durch Corona, wo der Lockdown war und sich die ganzen Fahrstunden von den anderen Fahrschülern natürlich auch gehäuft haben, die das auch dann alles nach dem Lockdown auch nachgeholt haben. Und da ist man dann halt selber in der quasi zweiten Ausbildungsphase, bei der Mehrphasenausbildung, ist man dann halt ein bisschen hinten dran gestellt, als wie bei den anderen Fahrschülern. Und es gibt halt auch nicht so viele Fahrstunden für die Perfektionsfahrt wie halt für die normale Fahrstunde, wenn man noch in der ersten Phase im Führerschein ist. Wir fassen die Dokumentation ihrer Probleme beim Mehrphasenführerschein zusammen. Am 26.08.2019 schaffte sie die Prüfung. Dann hatte sie Termine auf der Uni. Ab Mitte März waren dann die Fahrschulen wegen des ersten Lockdowns geschlossen. Dann folgte ihre erste Perfektionsfahrt und das Fahrsicherheitstraining. Hinterher müssen 3 Monate Abstand zur zweiten Perfektionsfahrt sein. Der Behördenbrief forderte sie auf, innerhalb von 4 Monaten das letzte Modul zu machen. Das schaffte sie knapp nicht. Ihre Krankheit und der zweite Lockdown kamen dazwischen. Erst im Jänner schaffte sie den Termin. Ich habe auch damals bei der Fahrschule angerufen und die haben mir versichert, ja, das wird alles hinten dran gehängt. Und das hat mich dann schon ein bisschen beruhigt. Dann war ich allerdings bei der Verkehrsbehörde und die haben mir dann gesagt, na, bei Ihnen geht das leider nicht, weil Sie sind schon in der zweiten Nachfrist und Sie hatten ja genug Zeit und andere hätten es ja auch geschafft. Und das ist erstens mal, das fand ich sehr unprofessionell, dass man mir das an den Kopf wirft. Und ich finde halt, es wären mir schon 12 Monate zugestanden im ursprünglichen Jahr. Diese 12 Monate waren allerdings nicht gegeben durch den ersten Lockdown. Und deshalb, finde ich, hätte man es eigentlich damals schon hinten dran hängen können. Sie hätte per Bescheid der Landespolizeidirektion Wien Verkehrsamt im Dezember 49,50 Euro zahlen, ihren Führerschein abgeben müssen, die Probezeit um ein weiteres Jahr verlängert und schließlich einen neuen Führerschein mit insgesamt 4 Probejahren bekommen. Eine Beschwerde hätte keine aufschiebende Wirkung gehabt. Das Problem ist, dass die Fristen nicht an Corona angepasst wurden. Was bei vielen anderen Dingen im Alltag schon passiert ist, allerdings anscheinend nicht bei mir und die Verkehrsbehörde hat das da anscheinend nicht so berücksichtigt. Hier der Covid-19-Toleranzerlass des zuständigen Bundesministeriums vom Dezember. Wir zitieren auszugsweise. Die Behörde hat auf informellem Weg eine angemessene Frist festzusetzen. Die Frist ist großzügig, also so zu bemessen, dass erst nach Verstreichen dieser Frist im Rahmen der Mehrphasenausbildung das weitere Sanktionssystem in Gang zu setzen ist. Warum das aber letztlich bei Frau Wanzenböck dann so gelaufen ist, hätte ihr das Verkehrsamt als ausführende Stelle nicht schlüssig vermitteln können. Ich bin auch dort gesessen und habe es geschildert. Ich glaube allerdings, dass sie es verstanden haben. Ich vermute einfach, dass es ihnen vielleicht ein bisschen wurscht war. Man kann schon ein bisschen toleranter sein, einfach Corona ein kleines bisschen berücksichtigen. Ich bin mir sicher, es gibt auch noch andere, bei denen es quasi so läuft wie bei mir. Und ich glaube, ich bin dann nicht die Einzige. Ja, und genau deswegen, weil sie nicht die Einzige ist, wollen wir auch darüber reden. Wir hätten auch vom Verkehrsamt und vom zuständigen Klimaschutzministerium, dem früheren Verkehrsministerium, Vertreter eingeladen. Da wollte niemand kommen. Man hat uns schriftliche Stellungnahmen übermittelt, die meine Kollegin Katharina Windbichler vortragen wird. Was schreibt man uns aus dem Ministerium? Man betont 2 generelle Toleranzerlässe, die den zuständigen Behörden sehr weitgehende Fristerstreckungen ermöglichen.
Und man schreibt, Zitat, grundsätzlich ist für Fälle, in denen die Mehrphasenausbildung aufgrund der Beschränkungen nicht rechtzeitig absolviert werden kann, im Sinne der Covid-19-Toleranzerlässe des BMK eine Fristverlängerung durch die zuständige Behörde im angemessenen und notwendigen Ausmaß vorgesehen. Herr Volksanwalt, sagt uns da das Ministerium, wir hätten eigentlich den Bezirkshauptmannschaften und dem Verkehrsamt in Wien eigentlich Spielraum für großzügigere Fristerstreckungen gegeben? Ja, so lese ich das auch in dem entsprechenden Toleranzerlass. Der heißt sogar so und es ist auch zitiert worden, man soll das großzügig machen. Jetzt bei diesem konkreten Fall ist diese Ablehnung und dieses Fristverstreichen mit Begründungen versehen, wo ich sagen muss, das hat eigentlich in der österreichischen Rechtsordnung gar keinen Platz. Das Bundesministerium sagt, bei redlichem Bemühen hätte die Frau Wanzenböck eine zeitgerechte Absolvierung als möglich angenommen werden können, weil das auch immer eine Einzelfallprüfung ist. Also ich weiß nicht, wie dieser Einzelfall geprüft wurde. Wurde geprüft, dass die sehr erfolgreich und tüchtig studiert und nämlich nicht nur Führerscheinprüfungen macht, sondern auch im Studium Prüfungen machen möchte erfolgreich. Das tut sie. Sie muss auch nebenbei arbeiten, um sich das Studium zu finanzieren. Ist das erhoben worden? Die nächste Frage ist, wann waren denn die Termine, wann hat sie sich denn angemeldet für die Fahrschule? Weil dieser Termin war ja für den 3.12., das war nicht der letzte Tag der Frist, das war einer, der gemeinsam mit der Fahrschule ausgemacht worden ist, weil sie eben nicht die einzige ist, die eine Fahrprüfung macht. Mhm. Das ist alles nicht erhoben worden. Da sagt das Ministerium, ja, das wird das Verkehrsamt schon geprüft haben. Wir vertrauen dann dem Ganzen. Und drum, und das ist für mich eigentlich das besonders Verwerfliche an dieser Sache, wo ich wirklich zornig und ärgerlich bin, dass das Ministerium als sachlich und fachlich in Betracht kommende Oberbehörde, die ja das kontrollieren kann, die könnten sogar amtswegig diesen Bescheid beheben. Und wenn man dann sieht, und erforscht hätte, der nächstmögliche Termin nach diesem Lockdown wäre der 21. Jänner gewesen. Also zwischen 3. Dezember, wo sie nicht konnte, und dem 21.01.2021, das hätte sich abgespielt. Diese paar Wochen, und da redet man von Großzügigkeit und Toleranz, größtmögliche Toleranz dabei. Nein, das verstehe ich nicht. Ich glaube, hier ist große Wurstigkeit bei diesem Einzelfall zutage getreten. Ich glaube nicht, dass das generell so war. Aber in Ihrem Fall werden wir auch weiterhin darauf drängen, dass das Ministerium sich den Fall wirklich einzeln anschaut. Na, kann man ja sagen, jetzt hätten Sie so viel Zeit gehabt, müssen Sie bis zum letzten Tag warten. Entweder man hat eine Frist oder man hat keine. Unsere Rechtsordnung sieht ja andere Fristen auch vor. Ein Rechtsanwalt muss zum Beispiel binnen 14 Tagen ein Rechtsmittel abgeben. So, der bockt den Einschreibbrief, geht damit zum Postamt, dort steht der Staat, ein Polizist und sagt, leider Gottes, das Postamt ist jetzt geschlossen. Sie hätten ja auch früher gehen können, das ist vorbei. So funktioniert das in Österreich nicht. Und es ist ja nicht nur die Frau Wanzenböck alleine, ist gefragt worden, ob sie überhaupt einen früheren Termin bei einer Fahrschule hätte bekommen können. Wir haben ja soeben den Fahrschul von der Direktor aus der Wirtschaftskammer auch gehört, der gesagt hat, es sind so viele gewesen, wir haben das alles staffeln müssen. Sie hat Corona zwischenzeitlich auch noch gehabt. Ist das auch im Einzelfall geprüft worden? Nichts ist gemacht worden. Man hat gesagt, sie hätten es früher machen können, aber wenn die Frist noch nicht aus ist, ein Jahr mehr. Und das ist unzumutbar. Und die finanziellen Konsequenzen schauen jetzt nicht so dramatisch aus, aber das Geld, das sie da bezahlen musste, oder diese Summe, trifft die Frau Wanzenböck doch, weil als Tierarztassistentin, hat sie dir, glaube ich, gesagt, verdient sie pro Stunde wie viel? Ja, sie verdient 11 Euro pro Stunde und sie muss dann 4,5 Stunden arbeiten, um eben diese 49,50 Euro zu zahlen. Was schreibt uns das Verkehrsamt zur konkreten Beschwerde von der Frau Wanzenböck? Man bezieht sich auf die genannten Toleranzerlässe des Bundesministeriums, die eine Fristverlängerung im angemessenen und notwendigen Ausmaß vorsehen. Und man schreibt, ich zitiere auszugsweise, jedoch soll und kann nicht jedes Fristversäumnis jedenfalls zu einer Fristerstreckung führen, sondern soll diese tatsächlich nur dann gewährt werden, wenn es der Person tatsächlich wegen der auf Covid-19 zurückzuführenden Maßnahmen nicht möglich war, die entsprechenden Nachweise zu erbringen. Ja, also ich glaube genau das, was wir schon vorher besprochen haben. Die Einzelfallprüfung ist aus Sicht der Volksanwaltschaft nicht in dem Ausmaß erfolgt, wie das hätte sein müssen. Richtig, und daher treten wir auch neuerlich jetzt an die Ministerin heran, sagen, bitte schaut euch das noch einmal genau an, weil alle Umstände können hier nicht berücksichtigt werden. Und so wie man es jetzt gehört hat, wenn sie es nur deswegen versäumt hat, weil Corona war,
Ja, deswegen hat sie es versäumt. 3.12. war innerhalb ihrer Frist und der Staat sperrt zu. Ist es ihr Verschulden oder doch ursächlich beim Staat? Was soll die Behörde jetzt tun? Meiner Meinung nach diese Einzelfallprüfung machen, die großgeschriebene Toleranz und Großzügigkeit walten lassen, den Bescheid aufheben und einen neuen Bescheid erlassen, wo die Probezeit nicht verlängert wird und eben diese angemessene und notwendige Frist für all diese Prüfungen hineinschreiben. Und dann haben alle Seiten etwas davon. Und wenn es geht, vielleicht sogar noch die 49,50 € zurückzahlen. Gut, dann warten wir ab, was die Behörde tut. Wir bleiben an der Sache weiter dran. Zum nächsten Fall. Vor 3 Jahren haben wir über diesen Schutzzaun berichtet, der wegen der Gefahr von Steinschlag errichtet wurde. Das ist an sich eine sehr vernünftige Maßnahme. Nur dass der Zaun dann so ausgeschaut hat, hat die Gemüter der Anrainerinnen und Anrainer erregt. Weil er nach deren Meinung die danebenstehende Kapelle verschandelt. Meine Kollegin Tina Schmidt-Labenbacher fasst das Geschehen kurz zusammen. In den oberösterreichischen Voralpen liegt der kleine Ort Molln. Hier am Fuß vom Geisberg steht die Zinganell-Kapelle. Der Grund gehört dem Ehepaar Priller, das weiter unten einen Bauernhof hat. Seit 2018 verschandelt ein massiver Schutzzaun gegen Steinschlag die Sicht auf die Kapelle, ärgern sich die Grundbesitzer. 2011 brachte ein Stein die Sache ins Rollen. Das erste war, dass vom Geisberger Stein runtergekommen ist, über die Straßen drüber und der ist da liegen geblieben. Und der Hausbesitzer von da, der hat das dann gemeldet bei der Gemeinde. Und die Gemeinde, Frau Bürgermeister, hat das dann der Wippach gemeldet, dass ein Stein übergegangen ist. Und die haben das dann sozusagen aufgefasst und haben dann die ganze Gegend erforscht, ob da noch mehr runterkommen konnte oder nicht. Die Folge war ein umfangreiches Steinschlagschutzprojekt mit verschiedenen Abschnitten. Bei unserem Nachbar, 500 Meter weiter draußen, da ist vor 2 Jahren gebaut worden, haben wir gesagt, okay, das passt. Und bei uns ist dann im Jänner angefangen worden und dann Anfang April, wie wir dann gesehen haben, was wirklich kommt. Das ist ein ganz anderes Netz als wie beim Nachbarn draußen. Da sind wir erst schauert worden, dass das ja Katastrophen wird für uns. Die Leute haben uns angeredet, haben gesagt, was wird denn das? Fast harmlos wirkt dieser 500 Meter entfernte Schutzzaun bei den Nachbarn. Und so hätte er die Familie Brille auch nicht gestört. Doch dass der Zaun auf ihrem Grund direkt neben der Kapelle derart massiv wird, das sei ihnen von der Wildbach- und Lawinenverbauung nicht gesagt worden. Vom Forsttechnischen Dienst sei man gedrängt worden, den Nutzungsvertrag zu unterschreiben. Viele Mollner haben 2016 mit privaten Mitteln geholfen, die kleine, verfallene Kapelle liebevoll zu sanieren. Sie ist ein beliebtes Ausflugsziel und wichtiger Bestandteil des Dorfes. Und viele haben uns im Sommer 2018 ihren Ärger geschildert. Ja, der Zaun ist für mich schier. Das ist ja, das tut weh in die Augen. Hätten Sie das auf Ihren Grund machen lassen? Nein. Also in dieser Form auf keinen Fall nicht. Denn ich bin kein Fachmann, aber ich glaube auch, dass der auf den Waldrand hinaufgehört hätte. Erstens wäre er dort sicher wirkungsvoller, weil er die Steine dann noch nicht die Geschwindigkeit haben. Aber da unten gehört absolut weg. Schon wie wir gesehen haben, wie da der Aushub gemacht worden ist, hat es mir ein bisschen die Haare aufgestellt. Da habe ich schon gewusst, was kommt. Weil was hat das da herunten verloren? Der Stein kriegt so viel Schwung da herunten, dass er da durchsaust. 200 Meter lang ist der Zaun auf seinem Grund, ärgerte sich Herbert Briller. Und dafür gab es nur eine Entschädigung von 1.200 € für die Bauarbeiten. Es sind zwar viele Fundamente drin, wo eigentlich nichts wächst. Und das, wie soll ich sagen, das ist normal, gehört da eine Grundablöse her. Weil das Netz, was tue ich mit dem Grund jetzt? Ich fühle mich nicht nur gelenkt, ich fühle mich von denen erpresst. Und das ist das, was mich einfach furchtbar ärgert, dass eine Behörde über einen kleinen so drüber fahren kann. Nur das Dumme ist, dass mich weh. Ich habe mir noch nie was gefallen lassen. Warum muss für so ein Projekt keine Baubewilligung eingeholt werden, wunderte sich das Ehepaar Briller und hat die Volksanwaltschaft um Hilfe ersucht. Die Diskussion leitete im Juni 2018 Klaus Unterberger. Von der zuständigen Dienststelle Wildbach- und Lawinenverbauung kam niemand ins Studio. Stattdessen stellte sich ein Experte für alpine Gefahren der Diskussion. Der damalige Volksanwalt Dr. Peter Fichtenbauer kritisierte die Vorgehensweise der Behörde. Jetzt sage ich, dass aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen
eine Baubewilligung erforderlich wäre. Eine Baubewilligungspflicht besteht nämlich für Bauwerke, die geeignet sind, das Orts- und Landschaftsbild zu stören. Nach § 24 Absatz 1 Ziffer 2 der oberösterreichischen Bauordnung. Und wenn das keine Störung der Landschaft, der Optik und der Gesamthaftigkeit des Landschaftseindrucks sein soll, na, dann weiß ich nicht, was noch stören soll. Mhm. So, also jetzt räume ich das Fristargument einmal zur Seite. Das ist, was ich sagen, welcher Frist. Der Bürgermeister wäre gefordert, von Amts wegen ein Baubewilligungsverfahren einzuleiten. Mhm. Nebst der Bestimmung des oberösterreichischen Bautechnikgesetzes. Ja, aber bleiben wir gleich bei dem von Ihnen angesprochenen Problem. War alles rechtens? Frau Schmidt-Labenbacher, was sagt da das Ministerium auf diese Frage? Ja, es heißt in der Stellungnahme, das Schutzvorhaben wurde entsprechend den gesetzlichen Grundlagen und Richtlinien konform geplant und umgesetzt. Es dient dem Schutz von Menschenleben sowie der Objekte im Gefahrenbereich gegen Zerstörung oder Beschädigung. Und weiter heißt es, im Laufe der Planung fanden Bürgerinformationen statt. Die Anrainer wurden von der Gemeinde als Bauherr der Schutzmaßnahmen sowohl zu Beginn der Planung als auch vor der Umsetzung schriftlich um ihre Zustimmung ersucht und haben diese auch rechtsverbindlich gegeben. Man hat das. Der Experte für alpine Gefahren der BOKU Wien betonte die Notwendigkeit des Steinschlagschutzes. Die Lage des Zaunes unten bei der Kapelle sei geodynamisch berechnet worden. Oben hat man viel größere Kilojoule, also da sind 3000 Kilojoule am Waldrand aufzunehmen von technischen Bauwerken. Und unten nur mehr 250. Und natürlich, 3000 Kilojoule ist schon relativ viel und das sind dann das Doppelte von dem Bauwerk. Ne? Und kostet auch 2,5 bis 3 Mal so viel, wenn man es da oben hinstellt. Mhm. Gestehe ich durchaus zu. Der ehemalige Volksanwalt Fichtenbauer forderte für derartige Projekte ein Baubewilligungsverfahren bei den Gemeinden. Unakzeptabel. Auch den Vorschlag, den Zaun als Kompromiss durch eine Bepflanzung zu verschönern, lehnte das Ministerium in der damaligen Stellungnahme zunächst ab. Und jetzt hat uns die Familie Priller Fotos geschickt, wie es derzeit beim Zaun ausschaut. Erster Eindruck: Wahnsinnig viel hat sich noch nicht verändert, aber die Familie Priller schreibt dazu, in unserem Fall war der Zaun nicht mehr wegzubringen. Es wurde auch nachträglich nichts mehr verhandelt, aber immerhin hat die Wildbach- und Lawinenverbauung Sträucher pflanzen müssen, die doch in einigen Jahren einen Sichtschutz bieten werden. Von unserer Seite sind wir insofern mit dem Ergebnis zufrieden, weil ein derartiges Vorgehen, wie es bei uns passiert ist, in Zukunft in Oberösterreich nicht mehr möglich ist. Aufgrund der intensiven Bemühung der Volksanwaltschaft und des Beitrages des ORF wurde in Oberösterreich das Landesgesetz geändert. Herr Volksanwalt, was wurde da geändert? Ja, konkret wurde hier die oberösterreichische Bauordnung geändert, weil es gab hier eine Ausnahme, die auf Schutzmaßnahmen, die von einer Gebietskörperschaft, das ist das Bundesministerium für die Wildbachverbauung und so weiter, Lawinenverbauung, vornimmt. Das heißt, das war bis jetzt nicht baubewilligungspflichtig. Ein Gebäude wäre es gewesen, aber speziell das nicht. Das ist herausgenommen worden. Das heißt, die Bürger werden jetzt nicht nur unterschreibt, dass wir da was bauen dürfen und kriegt 1200 Euro, sondern die werden konkret mit dem Plan, wie schaut das aus, warum ist das so. Es wurde ja erklärt in der Sendung von technischer Seite, warum das, so wie der eine Bürger gesagt hat, oben nicht so gut wäre als unten. Da wollen wir uns auch nicht einmischen. Also das ist einmal ein Erfolg, dass die Bauordnung vorsieht, ja, jetzt müssen intensiver die Leute gefragt werden und nicht nur irgendwie am Rande informiert. Und das Zweite, nachdem das vorbei ist, nach der alten Gesetzeslage, dass jetzt doch die am Anfang abgelehnte Begrünung stattfindet. Ja, sie ist erst im Werden logischerweise, aber ich glaube, die Kapelle steht schon länger dort und sie soll auch länger dort stehen. Und daher glaube ich, dass man mit dieser Begrünung auch das Ehepaar Priller und die anderen Ortseinwohner zufriedenstellt. Aus Sicht der Volksanwaltschaft zwei Vorschläge, die wir gemacht haben, einer optischer und ein rechtlicher, und beide haben zum Erfolg geholfen. Und im Spätsommer schaut das alles hoffentlich auch ein bisschen anders aus. Danke, Herr Volksanwalt, dass Sie bei uns waren. Gerne. Zum nächsten Fall. Mit einem Mail haben sich 6 Familien aus Buchkirchen bei Wels an uns gewandt. Dort wurden von einer Genossenschaft auf einem Grund der Gemeinde 6 Reihenhäuser errichtet, die den Familien in Form eines Mietkaufs nach 10 Jahren angeboten wurden, die die Familien auch kaufen wollten. Das sei ihnen in den Verträgen auch zugestanden worden. Zitat aus dem
Mail, das wir bekommen haben. Nunmehr sind die 10 Jahre abgelaufen und ergibt sich die Situation, dass zwar die Genossenschaft verkaufsbereit ist, allerdings nur hinsichtlich des Gebäudes, welches sich auf fremdem Grund befindet. Mein Kollege Ludwig Gantner hat sich an Ort und Stelle schildern lassen, was das für die Familien bedeutet. In der Gemeinde Buchkirchen, nur wenige Kilometer vom Zentrum Wels entfernt, wurde 2008 gebaut. Auf einem Grund, der der Gemeinde gehört, entstanden hier 2 Reihenhäuser mit je 3 Wohnungen. Die 6 Familien, die hier als sogenannte Mietkäufer eingezogen sind, verstehen einander gut, auch weil sie ein Problem eint. Sie müssen vielleicht in absehbarer Zeit wieder ausziehen. Das betrifft auf 6b die Diplom-Krankenschwester Ute Schweninger. Auf Nummer 6a das Ehepaar Svetlana und Rainer Eisel. Und im anderen Haus auf 4a wohnt Monika Hoflehner. Sie erzählt, warum sie hierher gezogen ist. Ich habe das eigentlich auch in der Gemeindezeitung gelesen, dass da eine Wohnung frei wird. Und ich habe schon was gesucht und denkt, na super, ist in Buchkirchen, ist nicht weit weg, das passt. Und dann habe ich dann auch noch nachgefragt, ja, ist das so ein Mietkauf? Haben sie gesagt, ja, na super. Ich dachte, ja, das ist für mich, weil ich möchte mir dann da was aufbauen, ich möchte da bleiben, das passt. Alle 6 Familien wollten Eigentum aufbauen. Und in den Schriftstücken, die sie von der Wohnungsgenossenschaft Welser Heimstätte erhielten und im Vertrag, den sie unterschrieben haben, war immer von einem Mietkauf die Rede. Also, dass sie nach 10 Jahren als Mieter die Möglichkeit hätten, ihre Wohnungen zu kaufen. Erst letztes Jahr stellte sich für sie heraus, dass sich dieses Kaufrecht nur auf die Wohnungen bezog, nicht aber auf den Grund, auf dem die Häuser stehen. Der gehört weiter der Gemeinde. Und erst letztes Jahr tauchte ein Vertrag zwischen Gemeinde und Genossenschaft auf. Darin steht, nach 50 Jahren fällt das Bauwerk entschädigungslos in das Eigentum des Grundeigentümers, also der Gemeinde Buchkirchen. Das hätte ihnen niemand gesagt, beschweren sich die Mieter. Und jetzt? Der Vertrag vorher schon da gewesen, weil hätte, glaube ich, niemand irgendwas unterschrieben. Allen 6 Parteien sagen, die hätten diesen Vertrag auch schon im Jahr, wo wir ihn abgeschlossen haben, nie unterschrieben. Nee. Wenn wir gewusst hätten, was für ein Hintergrundvertrag zwischen Heimstätte und Gemeinde abgeschlossen wurde. In der Wohnungsgenossenschaft Welser Heimstätte hätte man den Mietern nämlich immer wieder gesagt, der Ankauf des Grundes von der Gemeinde wäre geplant und würde in 10 Jahren erfolgen. Auch in der Gemeinde hätte der damalige SPÖ-Bürgermeister das immer bestätigt. Aber die neue ÖVP-Bürgermeisterin wollte davon dann nichts mehr wissen. Jetzt haben die Mieter Rechtsanwalt Dr. Thomas Kratzl engagiert. Der soll mit der Gemeinde verhandeln, ob die den Mietern die Gründe, wie angeblich früher mündlich zugesagt, verkaufen könnte. Die Gemeinde hat zumindest in letzter Zeit keine Bereitschaft bekundet oder einzelne Fraktionen, ihrem Anliegen auf Verkauf dieses Grundstückes nachzukommen. Und das müssen wir jetzt besprechen, was wir dagegen machen können, was da jetzt anliegt und wie wir da vorgehen. Wir wollen einfach nichts, was wir nicht schon bezahlt haben oder was uns nicht zusteht. Uns braucht keiner was schenken oder so, wir zahlen eh dafür. Aber die Gemeinde ist nicht bereit, mit uns zu reden. Also die 6 Familien sind anscheinend in dieser Gemeinde nicht wirklich wert. Dann hat uns der Herr von der Heimstätte gesagt, wortwörtlich haltet den Ball flach, was immer das auch heißt. Also weiß und ich. Sie wollen den Ball nicht flach halten? Nein, will ich nicht. Gar nicht. Ja. Weil ich habe mit ihm auch telefoniert, nachdem er sich überhaupt nicht mehr gemeldet hat und es hat sich nichts getan, wie die Lage steht oder wie es aussieht. Dann hat er gesagt, ja, können Sie eh Haus kaufen? Sage ich, aber ohne Grund. Ja, es ist halt ohne Grund. Sage ich, und wollen Sie mir ernsthaft sagen, in 20 Jahren kommt die Gemeinde und vielleicht zu meinen Kindern, weiß nicht mehr, ob ich da bin, gell, und sage, so, das Haus gehört mir. Ja, es ist ja halt so. Sage ich, und Sie sehen das alles so ganz einfach. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Naja, also, hat er gesagt, dann sucht euch ein anderes Haus. Ja, aber wir haben 11 Jahre gesagt, investiert. Ja, ich auch. Ja, wir also haben 11 Jahre investiert. Ja, und zwar nicht wenig investiert. Ja. Den Leuten war das nicht bewusst, weil von der Genossenschaft ist es zugesagt worden und es findet sich auch in den Aufstellungen immer eine Position Grundkosten. Jetzt sind die Leute natürlich entsprechend der Zusage der Genossenschaft, entsprechend der Information auch der Gemeinde, wo der Bürgermeister dabei war, davon ausgegangen, natürlich kaufe ich ein Haus. Haus beinhaltet aber auch den Grund. Und dieser Baurechtsvertrag war ihnen ja völlig unbekannt. Und mit dem ist die Genossenschaft erst dann herausgerückt, als es geheißen hat, wir wollen jetzt kaufen. Und dann hat es geheißen, naja, aber
das Haus könnt ihr kaufen, aber nicht den Grund, weil der gehört der Gemeinde. Jetzt sind das natürlich alles Laien. Wenn sie sich beraten hätten lassen, wäre natürlich sofort aufgepoppt, dass der Grund im Fremdeigentum steht. Und es wären Fragen gestellt worden, aber so weit war man nicht. Und da verweise ich darauf, dass wirklich immer zugesagt wurde, Haus kann gekauft werden. Als Laie versteht man das natürlich einschließlich des Grundes. Bei der Gemeinde wollte man uns kein Interview geben. In einem Anwaltsbrief beruft man sich darauf, dass die Mieter keinerlei Rechtsanspruch auf den Erwerb des Grundes haben. Und der Gemeinderat hätte einem Verkauf auch nicht zugestimmt. Auch bei der Welser Heimstätte wollte man kein Interview geben. Per Mail ließ man uns wissen, die Leute wären rechtlich betrachtet Mieter und nichts anderes. Und Baurechtsverträge wie der vorliegende würden sich in Österreich immer größere Beliebtheit erfreuen. Die Mieterinnen und Mieter belegen hingegen mit Zeitungsausschnitten, dass die früher SPÖ-nahe Welser Heimstätte jetzt von einem von der FPÖ nominierten Vorsitzenden geleitet wird. Das hätte bei den Gesprächen mit der ÖVP-Bürgermeisterin eine große Rolle gespielt. Wir haben nicht wirklich eine Info bekommen, oder, weil jeder zweite Satz war, ich habe ein bisschen falsche Farbe, ich habe ein bisschen falsche Farbe. Ja. Also es wurde nie über unsere Thema geredet oder was wirklich der Punkt ist oder die Bürgermeisterin hat gesagt, ich habe ein bisschen falsche Farbe. Genau. Und die Bürgermeisterin ist von der ÖVP. Genau, und das war ja jeder zweite Satz. Und warum ist das die falsche Farbe? Ja, ist die Heimstätte auch irgendwie politisch? Ja, genau, die sind auch politisch, genau. Wie denn? Nachdem in Wels die Partei, also das jetzt unter freiheitlicher Hand ist, ist auch die Heimstätte, kommuniziert mehr mit den Freiheitlichen und deshalb gibt die Bürgermeisterin an, sie hat eben jetzt die falsche Farbe. Wenn man guten Willens wäre, 6 Familien, anständige Leute, Bürger dieser Gemeinde zu halten, wenn man wirklich den Willen hätte, dann findet man eine Lösung. Das gibt es gar nicht. Aber wenn man natürlich die Partei vielleicht vor das Wohl der eigenen Bürger stellt, dann wird es schwierig. Und daran, glaube ich, krankt es in diesem Fall. Dr. Gatzl hat jetzt den Kaufpreis, den seine Klienten für den Grund zahlen würden, wieder erhöht auf 145 Euro pro Quadratmeter. Das wäre klar über den Marktwert, sagt er. Ja, und den Rechtsanwalt Dr. Thomas Gatzl begrüßen wir jetzt bei uns im Studio. Schönen guten Abend. Guten Abend. Diskutiert hätten wir gerne mit der Bürgermeisterin von Buchkirchen oder einem Vertreter der gemeinnützigen Welser Heimstättengenossenschaft. Da hat man uns schriftliche Stellungnahmen übermittelt, die dann mein Kollege Magister Ludwig Gantner auszugsweise vortragen wird. Gehen wir es vielleicht von vorn noch einmal an. Baurecht, was heißt Baurecht noch einmal, ganz einfach erklärt? Baurecht ist, wenn eine entgeltliche Überlassung eines Grundes erfolgt an jemanden, der ein Gebäude, ein Bauwerk darauf errichtet. Also wenn das Gebäude nicht den gleichen Eigentümer hat wie der Grund. Und für diese Überlassung wird ein Entgelt verlangt, den sogenannten Baurechtszins. Und meistens sind diese Verträge langfristig abgeschlossen. 50 Jahre, 70 Jahre, 99 genau. Jahre. Und der Grund bleibt im konkreten Fall bei der Gemeinde. Bleibt bei der Gemeinde. Das Haus gehört der Genossenschaft. So ist es. Und Mietkauf heißt kurz gesagt was? Dass man einen Mietvertrag abschließt und auch die Option bekommt, in 10, 15, 20 Jahren, je nach Vertrag, dieses Objekt zu kaufen und man stottert so quasi einen Teil des Kaufpreises schon mit der Miete ab. Korrekt. Also in der Annahme, einen derartigen Mietkauf geschlossen zu haben, befinden sich eben diese Familien. Und was schreibt uns da jetzt der Vorsitzende der Welser Heimstättengenossenschaft? Der schreibt: Im Nutzungsvertrag zwischen der Welser Heimstätte und den Mietern ist eine Kaufoption implementiert, die wortwörtlich damit bedingt ist, und jetzt zitiert er den Vertrag, gelten nur für den Fall, dass die Welser Heimstätte im Zeitpunkt der Erhebung des Übertragungsanspruches Eigentümer ist. Und jetzt geht es weiter in seiner Argumentation. Es war also auch aus dieser Vertragsbestimmung deutlich erkennbar, dass die Welser Heimstätte nicht Eigentümer des Grundstückes war und offenbar auch in Erwägung gezogen worden ist, dass sie es möglicherweise nicht sein wird. War das den Leuten klar, dass die Welser Heimstätte nicht Eigentümer des Grundstückes ist? Überhaupt nicht. Den Leuten hat man verkauft, dass sie natürlich das Haus mit dem Grund erwerben können. Weil wäre es anders gewesen, dann hätten sich die Familien zu dieser Lösung nicht entschieden. Weil man darf nicht vergessen, die Leute zahlen monatlich ihre Beiträge in der Erwartung, eben quasi einen Mietkauf geschlossen zu haben und damit diese Option auch einlösen zu können. Und nicht dann vielleicht
zurückgeworfen zu sein auf eine Variante, die ihnen den Kauf nicht ermöglicht. Das heißt, aus Ihrer Sicht ist nicht das Wort Baurecht, sondern eher das Wort Mietkauf bei den Erörterungen im Vordergrund gestanden? Nur, weil auch in der Korrespondenz findet sich nur die Erwähnung eines Mietkaufes und diese Klausel, die da angeführt ist, die ist interpretationsbedürftig und einem Laien sicherlich nicht zugänglich und führt auch nicht zu jener Sicherheit, die die Leute gewollt hätten, wenn sie da voll aufgeklärt geworden wären. Würde das wirtschaftlich überhaupt Sinn machen, ein Haus zu kaufen, wo man davon ausgehen muss, dass man nach spätestens 50 Jahren das Haus ersatzlos zurückgeben muss? Es gibt natürlich Fälle, wo ein Baurecht einen Sinn macht, wo man also über Grundstücke verfügt, zum Beispiel über die öffentliche Hand, die man einfach nicht hergeben kann und auf längere Sicht auch nicht hergeben darf. Aber eine solche Konstellation macht natürlich für eine Wohnanlage keinen Sinn. Es ist richtig, dass noch im konkreten Fall 50 Jahren das Gebäude entschädigungslos an den Grundeigentümer, die Gemeinde, fallen würde. Das haben die Leute natürlich nicht gewusst, weil wer kauft schon etwas, von dem man ausgehen muss, dass es einem nicht gehören wird und dass es dann irgendwann einmal jemandem anderen gehört, obwohl eigentlich ein großes oder viel Geld und ein großes Investment drinsteht. Gut, jetzt ist die große Frage, ob die Gemeinde vielleicht doch gewillt ist, diesen Grund irgendwann einmal zu verkaufen. Was schreibt uns da die Welser Heimstättengenossenschaft dazu? Die schreibt, die Gemeinde ist keinesfalls verpflichtet, das Grundstück zu verkaufen. Es gibt keinen wie immer gearteten Anspruch aus Vertrag oder Gesetz der Mieter darauf. Zugegebenermaßen hat der Bürgermeister von anno dazumal, der meinte den alten SPÖ-Bürgermeister, das zum Zeitpunkt der Präsentation des Objektes nicht ausgeschlossen. Daraus entsteht aber noch kein Anspruch. Herr Dr. Grassl, was ist das, was der seinerzeitige Bürgermeister anno dazumal nicht ausgeschlossen hat? Was hat er gesagt? Ich glaube, dass das Zitat unrichtig ist. Er hat nicht ausgeschlossen, dass es zu einem Verkauf kommen kann, sondern im Gegenteil, er hat coram publico auch gesagt, das wird den Leuten zum Verkauf offen stehen. Und davon sind sie auch ausgegangen. Ich glaube, im Beitrag ist das gesendet worden, dass die Familien unisono davon ausgegangen sind, natürlich Gebäude plus Grund, weil kein Mensch hat auch diese Differenzierung vorgenommen. Und wenn man sagt, ich kann ein Haus kaufen, dann verstehe ich, dass es Laie natürlich, dass ich mich nicht mit einem fremden Grundeigentümer, auf dem mein Haus steht, herumschlagen muss. Wäre mit dieser angeblichen Aussage des früheren Bürgermeisters bei Gericht etwas zu gewinnen für Ihre Klientinnen und Klienten? Also das wird schwierig, weil das ist ein Bürgermeister, überschreitet natürlich, würde seine Kompetenz natürlich überschreiten, wenn er hier eine Zusage machen würde. Also auf eine solche bloße Zusage können sich die Parteien natürlich nicht berufen und vor allem nicht diese nicht durchsetzen. Nur es bedeutet doch etwas, weil man kann ja nicht sagen, wenn ein Bürgermeister einer Gemeinde etwas sagt, dann ist das gar nichts. In Verbindung mit den Zusagen der Welser Heimstätte, die damals zweifelsohne von der gleichen politischen Ausrichtung dominiert wurde, hat das natürlich schon den Eindruck vermittelt, dass hier aus einem Mund gesprochen wird und diese Zusage auch natürlich von einer kompetenten Person kommt. Und darauf haben sich die Leute verlassen. Was schreibt uns die Anwältin der Gemeinde zu den Absichten der Gemeinde, ob dieser Grund verkauft werden kann oder nicht? Da es nicht Sache der Bürgermeisterin ist, solche Entscheidungen im Alleingang zu entscheiden, wurde der Gemeinderat mit dieser legitimen Anfrage befasst. Dieser hat sich einstimmig in einer Sitzung am 12.11.2020 gegen einen Verkauf der Liegenschaft und zuhin gegen eine Auflösung des bestehenden Baurechtsvertrags ausgesprochen. Muss man das so akzeptieren? Nein, ich würde sagen, es gibt sicherlich noch eine Bewegungsmöglichkeit, auch im politischen Bereich. Wir haben versucht, eben unser Anliegen bei den einzelnen Fraktionen vorzubringen und sind teilweise erfolgreich gewesen. Zwei der im Gemeinderat vertretenen Fraktionen haben schon ihre Unterstützung zugesagt. Von zweien haben wir bisher noch keine Zustimmung bekommen, wobei seitens der Bürgermeisterfraktion zugesagt wurde, dass man die Sache prüfen wird, ob das erfolgt. Weiß man nicht. Aber wenn die Bürgermeisterfraktion
sich positiv für die Bürger entscheiden würde, dann wäre die nötige Mehrheit im Gemeinderat gegeben. Parteipolitik scheint in der ganzen Sache überhaupt eine gewisse Rolle gespielt zu haben. Jetzt ist im Beitrag auch erwähnt worden von Ihren Klientinnen und Klienten, dass die Bürgermeisterin zu Ihnen gesagt hätte, sie hätte die falsche Farbe. Das haben wir auch die Bürgermeisterin gefragt, ob das wirklich so gefallen wäre. Was meint sie dazu, Ludwig Gantner? Die Bürgermeisterin sagt, die in ihrem Mail angeführten Aussagen habe ich niemals getätigt. Jeder, der mich kennt, weiß, dass das nicht mein Zugang zur Politik und politischer Stil ist. Wenn jemand das behauptet, dass ich das gesagt habe, hat er auch die Beweisführung anzutreten. Also es steht mehr oder minder Aussage gegen Aussage. Gut, und abschließend versichert uns aber die Bürgermeisterin noch, dass sie weiterhin an einer Lösung arbeiten will. Wie könnte so eine Lösung jetzt ausschauen? Eine neue Abstimmung im Gemeinderat, der Beschluss, dass das Grundstück doch verkauft wird. Wir reden bitte von 1247 Quadratmetern. Und die Familien haben einen Preis angeboten, der über dem angemessenen Grundstückspreis in Buchkirchen schon liegt. Also Gründe, nicht zu verkaufen, sehen wir nicht. Im Gegenteil, wenn man sich die Position der Gemeinde vorstellt, dann muss man sich auch mitbedenken, dass natürlich das Gebäude abgewohnt wird. Selbst wenn es entschädigungslos an die Gemeinde zurückfällt, dann werden sie in 50 Jahren ab Abschluss des Baurechtsvertrages natürlich kein neues Gebäude vorfinden, sondern entsprechend altes mit Sanierungsbedarf. Und dann werden Kosten auflaufen, die vielleicht bei der Überlegung noch nicht mitbedacht wurden. Gut, dann warten wir ab, was bei dieser Lösung, an der gearbeitet wird, offenbar rauskommt. Bitte halten Sie uns auf dem Laufenden. Wir würden uns freuen, wenn wir berichten könnten, dass es da wieder Konsens gibt zwischen Genossenschaft, Gemeinde und den Leuten, die diese Mietkaufverträge abgeschlossen haben. Und da hoffen wir natürlich, dass die Möglichkeit bekommen, diese Objekte samt Grund zu erwerben. Danke auf jeden Fall, dass Sie uns auf den Fall aufmerksam gemacht haben und wir bleiben auf jeden Fall dran. Danke auch. Guten Abend. Aus Schließfächern in 3 Bankfilialen sind Bargeld und alle möglichen Wertgegenstände gestohlen worden. Pech für die Kunden oder Pech für die Banken oder deren Versicherungen, die den Schaden ersetzen müssen. Mittlerweile ist es in einigen Fällen zu gütlichen Lösungen gekommen. Tina Schmidt-Ladenbacher berichtet. Vor 5 Monaten verübten unbekannte Täter einen Einbruchsdiebstahl in der Raiffeisen-Regionalbank in Mödling, Niederösterreich. Wie sich später herausstellte, waren 29 Schließfächer in einer automatischen Safeanlage aufgebrochen worden. Eines davon hatte ein Unternehmen aus dem Raum Mödling gemietet. Er will anonym bleiben, schilderte uns sein Anwalt. Wie er sein Schließfach angefordert hat, kam es schon geöffnet herauf. Und er hat das dann drinnen so vorgefunden und hat dann eigentlich sofort entdeckt, dass das so nicht seine Ordnung ist und hat es dann aufgemacht und musste feststellen, dass aus den jeweiligen Schatullen die Münzen entfernt worden sind. In 3 verschiedenen Banken in Wien und Niederösterreich war eingebrochen worden. Insgesamt waren 68 Schließfächer aufgebrochen. Magister Johannes Schriefel vertritt 6 bestohlene Kundinnen und Kunden der Mödlinger Bank. Aktuell vertrete ich rund ein halbes Dutzend an Geschädigten. Es wurden Werte gestohlen zwischen 36.000 Euro und ca. 600.000 Euro. Und überwiegend handelt es sich bei den gestohlenen Sachen um Gold, um werthaltigen Schmuck und um Bargeld. Wie konnte es den Tätern gelingen, die Bankschließfächer aufzubrechen? Der Pressesprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich, Chefinspektor Johann Baumschlager, schilderte uns die damaligen Ermittlungsergebnisse. Es war Skimming. Skimming bedeutet, dass hier Kopiermodule in diese Eingabeschlitze dieser Karte von außen nicht sichtbar montiert wurden. Und so wurden die Magnetkarten, die Daten abgelesen und so haben die Täter dann ein Duplikat erstellt. Gemacht wurde das zum Eingang zum Diskretraum, also nicht heraus beim Foyer, da kommt jeder mit einer Bankomatkarte hinein, sondern in den Diskretraum und auch dann zum Terminal, wo das System hier die Bankschließfächer bringt. Und noch dazu wurde in diesem Terminal Kameras montiert, wo dann die späteren Opfer bei der Eingabe des PIN-Codes gefilmt wurden. Und somit hatten die Täter sowohl die Karte als auch den PIN.
Bis jetzt konnten die Täter nicht gefasst werden. Man geht von einem Schaden in Millionenhöhe aus. Doch wer kommt dafür auf? Als Kunde schließt man einen Mietvertrag mit der Bank ab, erklärt der Magister Schriefel. In den Mietverträgen sind dann auch die Hinweise, dass man die darin befindlichen Werte höher versichern kann. Grundsätzlich haftet die Bank nur bis 3.000 Euro. Will man das zusätzlich versichern, muss man auch eine Zusatzversicherung abschließen. Sehr viele meiner Klienten in dieser Angelegenheit, die haben solche Zusatzversicherungen mit unterschiedlichen Werten. Und bei den Verlusten müssen sie jetzt einerseits, wenn sie eine Zusatzversicherung haben, der Versicherung gegenüber nur nachweisen, was weggekommen ist. Dann haben sie einen Leistungsanspruch gegen die Versicherung. Und aber sie haben dann einen Haftungsanspruch gegenüber der Bank, wenn die Bank ein Verschulden trifft. Und dieses Verschulden wird die Bank wahrscheinlich dann treffen, wenn die getroffenen Sicherheitsmaßnahmen nicht ausreichend waren. Jeder Fall seiner Mandanten sei individuell zu bewerten, so der Anwalt, der Gespräche mit den Rechtsanwälten der betroffenen Bank bereits aufgenommen hat. Die involvierten Banken wollten keine Vertreter zur Studiodiskussion schicken. Man werde mit den betroffenen Kunden direkt eine Lösung vereinbaren, hieß es kurz zusammengefasst in den schriftlichen Stellungnahmen. Die besten Chancen habe man mit einem glaubhaften Nachweis des Safe-Inhaltes, so Anwalt Magister Schriefel. Und das muss man wirklich gut dokumentiert haben. Wenn jemand zu Ihnen kommt und sagt, ich habe 1 Million in diesem Safe-Fach gehabt, in 500er-Euro-Scheinen, Fotos habe ich leider keine, was sagen Sie dem dann? Naja, dass es schwierig wird, ne? Weil man muss das auch verstehen. Man muss das irgendwie dokumentieren und behaupten können. Und ohne jegliche Dokumentierung, nur mit der bloßen Aussage, ich habe das da drinnen gehabt, wird niemand einen Ersatz leisten. Also eine gewisse Qualität einer Dokumentierung wird unbedingt erforderlich sein. Aus meiner Sicht, es war zwar wahrscheinlich eine gut vorbereitete internationale Truppe, aber ich glaube, das wäre leicht vermeidbar gewesen. Und so wie ich es weiß, war es weit weg von James Bond Cybertechnologie, sondern das war eine Methode, die man schon seit vielen Jahren angewendet hat bei Bankomaten, dieses Skimming. Und es ist so weit, dass die Bankomatgeräte, die Terminals schon gesichert sind, dass man dieses Skimming nicht mehr durchführen kann. Ganz einfach deshalb, weil man die Eingabeschlitze in die Lasergeräte verkleinert hat, sodass nur noch tatsächlich die Bankomatkarte hineinpasst. Magister Thomas Hirmke vom VKI meinte bezüglich der Haftungsfrage der Banken. Genau. Es war das Kopieren der Karten sehr gut möglich. Der Terminal war sehr gut einsehbar, es konnten Kameras angebracht werden. Es gab keinen Alarm offenbar und auch die Safes selber waren nicht wirklich so gesichert, dass man sagt, das ist jetzt ein wesentliches Hindernis, wo man drüber kommen muss. Und wenn man das all das zusammendenkt, dann darf das einer Bank eigentlich nicht passieren. Und dann bin ich genau dort, wo ich sage, das ist eigentlich das, was man als grobe Fahrlässigkeit ansieht. Die Täter sind nach wie vor nicht ausgeforscht. Schon wieder der unbefriedigende Schlusssatz, die Täter sind noch nicht gefasst. Vielleicht hilft es ja, dass das Bild noch einmal hergezeigt wurde. Aber zumindest beim Schadenersatz ist etwas weitergegangen. Von der Raiffeisenbankengruppe hat man uns mitgeteilt, sowohl die Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien als auch die Raiffeisenregionalbank Mödling haben einen substanziellen Ausgleich zum Schaden ihrer Kunden geleistet und entsprechende Vereinbarungen mit den betroffenen Kunden geschlossen. Wir haben bei Rechtsanwalt Magister Schriefel nachgefragt, was das heißt. Ich konnte mit den Anwälten der Raiffeisenbank Mödling die Forderungen aller meiner Klienten vergleichsweise erledigen. Meine Klienten ersparen sich und die Bank natürlich auch dadurch einen jahrelangen Rechtsstreit, wo es einerseits eine rechtliche Komponente gibt, das ist jene der Haftungsbeschränkung, und dann eine andere Komponente, nämlich die Beweisbarkeit für meine Klienten über den Inhalt des Safes und den Wert der gestohlenen Gegenstände. Über die Summe können Sie nichts sagen? Nein, wir haben eine Vereinbarung geschlossen, dass wir über Beträge nicht reden. Bleibt noch die Frage, wie geht man jetzt vor, wenn man seine Wertsachen nicht vergraben oder im Haus verstecken möchte, sondern doch lieber in einen Banktresor gibt? Magister Schriefel meint dazu. Also mein Rat ist, wenn man so eine Selbstbedienungs-Safe-Anlage nutzen will, die natürlich den Vorteil hat, dass man da immer hinein will und keine zweite Person der Bank braucht, dann unbedingt eine Zusatzversicherung abzuschließen und auch Listen zu führen, dokumentieren, was drinnen ist. Am besten sogar, wenn man jedes Mal, wenn man drinnen ist, ein Foto macht vom Inhalt, sollte so etwas wieder passieren, damit man einen Nachweis hat über den Inhalt.
Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis nächste Woche. Das nächste Mal bei Bürgeranwalt. Sie hatten bei einer Online-Plattform Flüge zur Euro 2020 gebucht. Doch die wurde ja abgesagt. Wieso müssen Sie dennoch seit mehr als einem Jahr auf die Rückzahlung von fast 900 Euro warten? Man kommt sich halt dann schon auch als Konsument irgendwo ziemlich verarscht vor.